Der Schreibtischtest. Der Schreibtischtest überprüft, ob ein Algorithmus die gewünschten Eigenschaften hat. Man fängt meistens damit an, dass man einen Algorithmus entwirft, wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe für die Funktion Power. Und wenn man den Algorithmus entworfen hat, indem man das Verhalten aufgeschrieben hat, dann kann man den Algorithmus testen mit Hilfe des Schreibtischtests. Für den Schreibtischtest benötigt man eine Tabelle wie diese hier auf der rechten Seite, in der werden jetzt die Einzelwerte abgetragen. Ich werde jetzt die Funktion Power, das ist einfach die Exponentialfunktion, die zu einer Basis einen gegebenen Exponenten verwendet, um die Potenz zu berechnen, mal ausprobieren. Dafür teste ich die Funktion beispielhaft. Und zwar als Basis nehme ich mal die 2 und als Exponent die 3. Mathematisch ist das 2 hoch 3 und es sollte 2 mal 2 mal 2, also 8 rauskommen. So, wir haben jetzt in dem Algorithmus die Zeilen 1, 2, 3, 4. Das ist der Body der Funktion. Und wir rufen also die Funktion Power auf mit der 2 als Argument für b, als Wert für b und mit der 3 als Wert für e. Und dann geht's los. Wir starten also in der Zeile 1 und tragen ein, welche Werte die einzelnen Variablen haben. Das sind also die Variablen b, e und p, nachdem die Zeile abgeschlossen wurde. Wir befinden uns am ersten Schritt in Zeile 1. Die Variable b hat den Wert 2, die Variable e hat den Wert 3 und die Variable p hat den Wert 1, da sie hier auf 1 gesetzt wurde. Nun geht's in die nächste Zeile. Und dort finden wir den Kopf der Schleife. Diese enthält also auch die Variable i. Diese müssen wir hier noch anfügen. Verlängern wir mal die Tabelle und schreiben dann noch ein i rein. So, in der Zeile 1 war i noch nicht bekannt, deswegen mache ich da einfach einen Strich. So, am Ende von Zeile 2 ist b immer noch 2, e ist immer noch 3, p ist immer noch 1 und i ist 0. Und es geht weiter. Wir kommen zur Zeile 3. Am Ende von Zeile 3 ist b immer noch 2, e immer noch 3. P berechnet sich jetzt aus p, was in der Zeile 2, also vorher 1 war, mal b. B ist aktuell 2, also ist das auch 2. Und i ist immer noch 0. Wir sind jetzt am Ende der Vorschleife, die hier oben ihren Kopf hat, angelangt und kehren zurück zur Zeile 2. Am Ende der Vorschleife einer Schleife wird immer zum Kopf zurückgekehrt und hier wird geschaut, ob die Bedingung immer noch wahr ist, die, wenn sie wahr ist, dazu führt, dass der Body ausgeführt wird von der Vorschleife. Wir sind also wieder in der Zeile 2 angelangt. B ist immer noch 2, E ist immer noch 3, P hat sich auch nicht verändert, ist auch 2,
i ist allerdings jetzt 1, denn am Ende des Bodies wurde i um 1 erhöht. So, dann kommen wir wieder in den Body hinein und wir sind also jetzt in der Zeile 3. B ist 2, E ist 3. P wird jetzt berechnet mit P aus der Zeile davor mal dem aktuellen B, das heißt, wir sind bei 4, I ist 1. Wir springen wieder, weil wir am Ende sind, zurück in den Kopf der Vorschleife. Wir befinden uns jetzt wieder in der Zeile 2. B ist immer noch 2, E ist immer noch 3, P ist immer noch 4 und I ist 2 geworden. Da 2 immer noch kleiner ist als E, was die Bedingung dieser Vorschleife hier beschreibt, gehen wir also erneut in den Body hinein der Vorschleife. Und am Ende der Zeile 3 haben wir B immer noch 2, E immer noch 3. P berechnet sich jetzt aus dem P der letzten Zeile, des letzten Schritts, mal dem aktuellen B, das heißt 2 mal 4 ist 8. Und I ist 2. Wir sind jetzt am Ende der Vorschleife angelangt, kehren also zum Body zurück, sind jetzt wieder in der Zeile 2, B ist 2, E ist 3, P ist 8, I ist jetzt 3 geworden. Und jetzt erfüllt I nicht mehr die Bedingung, dass es kleiner als E ist. Deswegen wird der Body der Vorschleife jetzt nicht ausgeführt. Und ich überspringe den Body und komme gleich zur Zeile 4. In der Zeile 4 haben wir B mit 2, E mit 3, P ist 8, I gibt es nicht mehr. Und hier steht jetzt, dass P zurückgegeben wird, also das, was P enthält als Wert, wird zurückgegeben. Wenn wir schauen, was P ist, dann sehen wir, P ist 8. Das wird also zurückgegeben und wir können dann hinschreiben, Power von 2,3 ist gleich 8. Und das ist, soweit wir wissen, korrekt. Damit konnte ich mit Hilfe des Schreibtischtests zeigen, dass der Algorithmus, den ich hier aufgeschrieben habe als Pseudocode, zumindest für die Basis 2 und den Exponenten 3 funktioniert. Das heißt nicht, dass es für alle anderen Fälle auch funktioniert, aber es heißt schon mal, dass es für diese eben beiden Fälle funktioniert und es gibt ein gewisses Gefühl von Sicherheit.